Wie jedes Jahr hat Miss Stacy, Sir Walter, Admiral Murray und Mr. Summerbottom zu ihrem Geburtstagsbohnendinner eingeladen. Doch leider können ihre Freunde nicht länger am jährlichen Bohnenfest teilnehmen. Zum Glück gibt es ja noch Gerard, den Butler. Er will dafür sorgen, dass Miss Stacy ihre üblichen Gäste dieses Jahr nicht vermissen muss. Er legt sofort los und übernimmt die Tischrede für Sir Walter. I can pledge a toast. Ich kann einen Toast aussprechen. Das Wort can hast du bestimmt schon mal gesehen. Es ist ein sogenanntes modales Hilfsverb. Modal Verb. Modal Verbs können zum Beispiel eine Fähigkeit, eine Erlaubnis oder einen Wunsch in Bezug auf eine Handlung ausdrücken. Can sagt zum Beispiel aus, ob etwas getan werden kann, soll oder darf. Mit I can pledge a toast sagt Sir Walter aus, dass er imstande bzw. fähig ist, eine Tischrede zu halten. Du solltest dir unbedingt merken, dass auf can immer ein Verb im Infinitiv folgt. Hier zum Beispiel das Wort pledge. Für Aussagesätze ergibt sich also die Satzstellung Subject, Modal Verb, Infinitive, Object. To Miss Stacy, Happy Birthday! Gerard, you can serve the first course now. Gerard, Sie dürfen jetzt den ersten Gang servieren. Wieder bezieht sich can auf ein Verb im Infinitiv. Serve. Can beschreibt, was Gerard machen soll, bzw. darf. Servieren. Es handelt sich also um eine Erlaubnis. Lentil soup with baked beans on toast. Lecker. Sir Walter doesn't like soup. He can have the green bean salad. Weil Sir Walter keine Suppe mag, kann er stattdessen auch einen grünen Bohnensalat essen. Obwohl es in diesem Satz um die dritte Person Singular, also Sir Walter, geht, wird an can kein S angehängt. Das liegt daran, dass modale Hilfsverben in allen Personen die gleiche Form behalten. Es würde also auch heißen, she can have, we can have oder they can have the green bean salad. Noch freut sich Gerard. Er darf zweimal Linsensuppe und einen grünen Bohnensalat essen. Schließlich will er Miss Stacys Freunde heute gut vertreten. Admiral Murray, would you play the piano for us? I can't play the piano. Ich kann kein Klavier spielen. Mit can't sagst du aus, dass jemand etwas nicht kann. Admiral Murray besitzt also nicht die Fähigkeit, Klavier zu spielen. Du verneinst Sätze mit can, genauso wie normale Aussagesätze mit anderen Verben. Hinter can fügst du das Wort not ein. Vorsicht! Im schriftlichen Englisch schreibst du cannot zusammen. You can't serve the dessert just yet. Sie dürfen den Nachtisch jetzt noch nicht servieren. Du kannst can't auch verwenden, um ein Verbot auszusprechen. Hier geht es nicht darum, dass Gerard nicht in der Lage ist, die Nachspeise zu servieren, sondern dass es noch nicht angebracht ist. Denn jetzt gibt es erstmal den zweiten Gang. Black bean chili with bean salsa. Oh, noch mehr Bohnen. Can I put on some music? Darf ich etwas Musik auflegen? Mit can kannst du nicht nur fragen, ob jemand etwas kann, sondern du kannst auch um etwas bitten. Mr. Summerbottom bittet Miss Stacy um Erlaubnis. Fragen mit can werden ganz normal gebildet. Can wird an den Anfang des Satzes gestellt. Die Satzstellung des Fragesatzes lautet dann Modal Verb, Subject, Infinitive, Object. Um Bitten ganz besonders höflich zu stellen, kann man can auch durch das Modalverb may ersetzen.
May I put on some music? Keine Zeit für Musik. Jetzt erstmal die Zusammenfassung. Can ist ein modales Hilfsverb, mit dem du beschreibst, was jemand kann oder darf. Dabei bleibt can in allen Personen gleich. Das heißt, dass auch in der dritten Person Singular kein S angehängt wird. Die Verneinung von can lautet can't bzw. cannot und wird in der Langform immer zusammengeschrieben. Mit cannot beschreibst du, was jemand nicht tun kann oder was jemand nicht tun darf. In besonders höflichen Bitten kannst du anstelle von can auch das modale Hilfsverb may nutzen. Jetzt gibt es endlich Nachtisch. You can serve the dessert now. Jelly Bean Trifle. Juhu, noch mehr Bohnen. No, I can't. Pardon, Miss Stacy.